Und als dieses Thema aufkam, Kunst und Literatur am Bodensee, das Konzept dieser Ausstellung, haben wir gesagt, wir würden uns gerne beteiligen, eben mit diesem Vortrag. Und ich danke erstmal dir, Charlotte, Ihnen, Herr Niehoff und dem Zeppelin-Museum, dass wir das hier machen dürfen, weil das natürlich ganz andere Bedingungen sind, als wir in unserem kuscheligen Schulmuseum haben. Und wir haben jemanden eingeladen aus der Schweiz, aber ein gebürtiger Deutscher, der sehr fachkundig zum Thema Reformpädagogik ist und der sich jetzt für diesen Vortrag extra mit dem Thema auseinandergesetzt hat, Reformpädagogik rund um den Bodensee. Das ist Professor Jürgen Oelkers. Professor Oelkers war bis 2012 ordentlicher Professor für allgemeine Pädagogik an der Uni Zürich. Nach akademischen Stationen in, das muss ich ablesen, Köln, Lüneburg und Bern. Seine Forschungsschwerpunkte waren und sind immer noch die Geschichte der Pädagogik und Reformpädagogik, Bildungspolitik und Bildungsentwicklung, Demokratie und Erziehung. Herr Oelker hat uns beim Abendessen erzählt, dass Sie in der Jury für den Deutschen Schulpreis lange waren, also durchaus auch ein Kenner der aktuellen Szene, Schulszene. Wie sind wir auf Herrn Oelkers gestoßen? Es gibt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge Kontakte des Bodensees zur Odenwaldschule, und zwar in der Person von Margarita Kaufmann, an die sich mancher von Ihnen noch erinnert. Sie war Kulturbürgermeisterin, übrigens auch mal Geschäftsführerin des Zeppelin-Museums. Und Frau Kaufmann ist nach ihrer Zeit am Bodensee als Schulleiterin in die Odenwaldschule gewechselt. Das war kurz bevor die Bombe hochging. Ich glaube 2007, 2008 war das. Und weil ich mit Frau Kaufmann und für Frau Kaufmann in der Stadtverwaltung zusammengearbeitet habe, bin ich irgendwie an dem Thema dran geblieben und bin da auf Herrn Oelkers gestoßen, der nämlich 2016 ein Buch geschrieben hat, Pädagogik, Elite, Machtmissbrauch, die Karriere des Gerold Becker. Das war eigentlich der erste Kontakt, den ich zu ihm sozusagen literarisch hatte. In diesem Buch stellt Herr Oelkers die tatsächlich den Werdegang ersetzt Karriere in Anführungsstriche des Leiters der Odenwaldschule von 1972 bis 1985 dar, und das ist ziemlich verblüffend, wie so ein Mann, der keinen Abschluss hatte, der offensichtlich nur ein unglaubliches Charisma hatte, so lange wirken konnte und eben dieses Missbrauchskartell auch zum Teil, eigentlich kann man sagen, mit Wissen auch, ne, irgendwie schon auch mit dem Wissen der staatlichen Aufsichtsbehörden aufgebaut hat. Das war mein Kontakt sozusagen zu Herrn Oelkers, und ich bin froh, dass wir ihn heute eingeladen haben, und ich bin jetzt einfach gespannt, was er uns zu sagen hatte. Oelkers, vielen Dank. Vielen Dank. Ich dachte, Sie hätten noch mehr von mir gewarnt. Ich bedanke mich für die Einladung und werde zu 5 Punkten etwas sagen, sofern die Zeit das zulässt. Nämlich zunächst etwas sagen über die Legende der Landerziehungsheime. Da werde ich über einen Schweizer Schriftsteller was sagen, der in Glarisegg auf der anderen Seite des Sees zur Schule ging. Will zeigen, dass das kein Einzelfall war, will aber auch sagen, es gibt andere Evidenzen über die Reformpädagogik am Bodensee, und mit einem Brief schließlich schließen. Das Thema meines Vortrages führt auf sogenannte Landerziehungsheime. So nannte man private Gründungen von Schulen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum als Alternativen zur Staatsschule angesehen wurden und in der damaligen Medienwelt erhebliche Beachtung fanden. Vor allem aber auch bei Eltern, die ihre Kinder nicht länger auf der Staatsschule halten wollten oder konnten, ohne sie zu einer der zahlreichen Nachhilfepressen, so hießen die Nachhilfepressen, zu schicken, die nur der Vorbereitung auf das externe Abitur dienten. Die gibt es ja heute noch. Landerziehungsheime dagegen galten als deutsches Bildungsgut, nämlich als Epigonen von Goethes pädagogischer Provinz aus den Wanderjahren, und haben einem alternativen Erziehungsdenken manche Impulse vermittelt. So jedenfalls heißt es.
Die reformerischen Ansätze gingen von einem ganzheitlichen Verständnis von Erziehung aus und stellten ihre charakterbildenden und gemeinschaftsfördernden Elemente in den Vordergrund. In Frontstellung sowohl gegen die herkömmliche schulische wie familiäre Erziehung entstand so der Gedanke jugendlicher Selbsterziehung, wie er in der Meißner-Formel der Freideutschen Jugend seinen Ausdruck fand. Die Formel heißt, die Jugend erzieht sich nach eigener Bestimmung. Zu den Elementen der Landerziehungsheime gehörten die ländliche Abgeschiedenheit, wie man sie sich für den Bodensee im Zeitalter allgemeiner Mobilität kaum mehr vorzustellen vermag, das enge Verhältnis von Erziehern und Jugendlichen sowie eine starke Betonung sozialer Verantwortung, Verantwortlichkeit, die vor allem in außerschulischen Aktivitäten ihren Ausdruck fand. Die Ziele dieser Bewegung reichten von der Ablehnung bürgerlicher Erziehung über gesellschaftlichen Erneuerungswillen bis hin zur Absicht, eine selbstständige Jugendkultur aufzubauen. Ob diese Ziele erreicht wurden, erfährt man in den zahllosen Schriften zu diesem Thema nicht. Ebenso wenig, ob sie überhaupt umgesetzt werden konnten und wenn ja, wie. Umsetzung meint, dass das Zusammenleben tatsächlich von den Zielen bestimmt worden ist und wie weit das ging. Also haben die immer in sozialer Verantwortung gehandelt und so. Schulen, egal welcher Idee sie folgen und so auch die Landerziehungsheime, haben immer zwei Bühnen, eine Vorderbühne und eine Hinterbühne. Eine vordere für das Bild, in dem sie gesehen werden wollen, und eine hintere, die nicht sichtbar ist und auf der meistens ganz andere und ganz unauffällig agiert werden kann. Kommunikation nach innen und nach außen sind also nie identisch. Und das mit dem Gebot der Loyalität auch sorgfältig kontrolliert. Meine Darstellung beginnt mit dem Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser und seiner Zeit als Schüler in einem Landerziehungsheim am Bodensee. An seinem Beispiel lässt sich zeigen, wie wenig von jugendlicher Selbsterziehung die Rede sein konnte, zumal dann, wenn die Jugendlichen mit ihrer Selbstständigkeit ernst machen wollten und dann ganz schnell mit dem Regime der Schule in Konflikt gerieten. Die ländliche Abgeschiedenheit half ihnen dabei nicht. Auch und gerade Landerziehungsheime dürfen nicht von ihrer Lage, sondern müssen wie jede Schule von ihrer Machtstruktur her verstanden werden. So werde ich argumentieren. Das pädagogische Konzept verschleiert oft diese Machtstruktur. In diesem Sinne interessiert mich die mehrfache Ambivalenz von Sprache und Praxis. Also erstens Friedrich Glauser. Am 13. September 1935 schrieb Rudolf Gohl, der in Basel im ersten Semester Medizin studiert und in Stettborn am Bodensee aufgewachsen war, einen erbosten Brief an Friedrich Glauser, der zu dieser Zeit gerade seinen Roman Wachtmeister Studer fertiggestellt hatte, ohne den Friedrich Dürrenmatt nie einen Kriminalroman geschrieben hätte. Also ein ganz wichtiger Vertreter, Glauser. Der Anlass des Briefes an Glauser war die Erzählung im Landerziehungsheim, die Glauser im September 1935 in der Zeitschrift Schweizer Spiegel veröffentlicht hatte. Das schweizerische Landerziehungsheim Glariseck wurde Ostern 1902 als Privatschule eröffnet. Friedrich Glauser, der 1896 in Wien geboren wurde und dort aufwuchs, kam mit 14 Jahren nach Glariseck und musste die Schule im Frühjahr 1913 verlassen, weil er wiederholt Schulden gemacht hatte. Der eigentliche Anlass des Ausschlusses aber war ein Selbstmordversuch. Glariseck war eine Jungenschule und ein Lehrer hatte eine homosexuelle Handlung von Glauser mit einem Mitschüler bemerkt und ihn zur Rede gestellt. Nach dem Suizidversuch musste Glauser kurzfristig in die psychiatrische Klinik in Münsterlingen und die Schulleitung zwang ihn, das Landerziehungsheim zu verlassen, ohne ihm irgendwie zu helfen. Am 18. April bedankte sich Zuberbühler bei seinem Schulleiter für seine Entlassung. Er bedankte sich für die sehr glücklichen Stunden im Landerziehungsheim und sein Aufenthalt dort werde eine der schönsten Erinnerungen bleiben seines Lebens. Aber sie mussten mich aus Glariseck entfernen, gestehte dem Direktor zu, sowohl in seinem als auch im Interesse der anderen Schüler. Ich hätte zwar keine mehr verführt, Schulden zu machen, aber mein schlechtes Beispiel hätte viele angesteckt. Er sei daher froh, dass ihm diese Prüfung aufgelegt worden ist. Es gibt in Glariseck Versuchungen, ich hätte wahrscheinlich statt abzuzahlen neue Schulden gemacht. Seine Erzählung mehr als 20 Jahre später benutzt zur Einleitung die Idylle Bodensee.
sieht aber von Dankbarkeitsgesten wie dem Brief ab. Glauser beschreibt Gemeinheiten unter Schülern, besonders der Großen gegen die Kleinen, das Bewusstsein, ausgesondert worden zu sein, die kurzen Gastspiele vieler Lehrer, subversive Beobachtungen an Lehrern, peinliche Besuche von Eltern, einen tätlichen Übergriff des Schulleiters sowie nächtliche Verhöre, denen sich die Schüler gegen ihren Willen unterziehen mussten. Die Heime, so Glauser, seien für schwer erziehbare Kinder des wohlhabenden Mittelstandes gegründet worden. Deswegen wurde auch die Wirkung des reformpädagogischen Schulstaates völlig überschätzt. Die Heime führten faktisch ein Eigenleben, bereiteten nicht auf das Leben vor und hatten auch nichts mit der Gesellschaft zu tun. Glausers Schluss lautete, die Landerziehungsheime waren ein pädagogischer Fehler. Das konnte so natürlich nicht stehen bleiben. Glausers Erzählung erschien mit einem beschwichtigenden Nachwort von Willi Schuhhaus, dem langjährigen Direktor des Thurgauischen Lehrerseminars in Kreuzlingen. Er wirft Glauser vor, dass er die erzieherische Mission der guten Landerziehungsheime nicht erkannt habe und deswegen zu ungerechten Bewertungen gekommen sei. Die Landerziehungsheime waren zweifellos großartige Schöpfungen. Sie waren gerade in den Vorkriegsjahren Träger und Hüter von wichtigen Erziehungsideen, die von diesen Pionierstädten aus nach und nach auch in die öffentlichen Schulen eingedrungen sind. Das klingt gut, prüft man das, ist da nichts dran, das stimmt so einfach nicht. Gul schrieb 1935 an Glauser, es ist wohl möglich, dass Sie und Ihre Kameraden eine ganz besondere Bande waren, sodass die Ihre damaligen Lehrer zu besonderen Maßnahmen gezwungen waren. Aber so schlimm, wie man es aus Ihrem Artikel die Auffassung erhalten konnte, war es natürlich sicher nicht. Der Grund sei einfach, Sie lassen die guten Seiten einfach weg. Und besonders bedauerlich sei es, Zitat, dass dieser Artikel geradezu kreditschädigend sei, also die Nachfrage bestimmt hat. Das wurde zu einem Standardargument der Apologie der Landerziehungsheime, wozu auch der gereizte Ton gehört. Was für eine Ahnung werden wohl die Leser ihrer Erinnerung an Glariseck erhalten? Sie sind ja gar nicht in der Lage, über das heutige Glariseck ein Urteil abzugeben, was vom Publikum sicher übersehen wird. Denn wer weiß, dass Sie seit circa 10 Jahren nicht mehr in Glariseck waren und damals auch nur flüchtig. Sie haben die Odenwaldschule erlebt, das war das Gleiche, was wir da erleben konnten. Glauser antwortete, er sei immerhin 3 Jahre in Glariseck gewesen. Und in seiner Erzählung habe er vor allem versucht, unsere damalige Generation zu schildern, ihre Schwierigkeiten und Nöte, also das, was in der Selbstdarstellung der Schule immer ausgesprochen worden war. Damit verbunden sei eine lebensfremde Ideologie, von der auch der Schreiber des Briefes vergiftet worden sei, schreibt Glaser zurück an den Buhl. Es waren ja gute Leute, die Pädagogen, nur schade, dass sie so gar nichts vom Leben wussten. Eine Antwort ist nicht bekannt. Am 18. Dezember 1911 schrieb der Direktor von Glariseck einen Brief an Charles Glauser, den Vater von Friedrich, der Fredi genannt wurde. Elternbriefe dieser Art waren Teil der Herrschaftstechnik. Die Eltern wurden eingespannt, ihre Söhne zur Raison zu bringen, wenn die Schule das selber nicht konnte. Der Direktor berichtet dem Vater von einem Vorfall zwischen dem Lateinlehrer Charlie Clerc und Fredi, dem Schüler, der ohne Lehrbuch in den Unterricht gekommen war und sich dann auch noch als unvorbereitet herausstellte. Nachdem er sein Buch hatte herbeiholen müssen, Unterricht ohne Buch und ohne Erledigung der Hausaufgaben waren eine Provokation sondergleich. Wir reden von einer Reformschule, die sowas natürlich nie nach außen hat dringen lassen. Daher sollte er gehen, Unterricht verlassen, aber Fredi wollte nicht. Der Lehrer musste ihn zur Tür schicken und unter der Tür versetzte der Schüler dem Lehrer einen Schlag. Obwohl sich Clerc bereit erklärte, nach Rücksprache mit dem Schulleiter dem Schüler zu verzeihen, wenn er sich entschuldigt, merkt Zuberbühler an, also der Rektor, Clerc ist unter meinen Kollegen derjenige, der den älteren Schülern gegenüber am meisten private Sympathien bekundet und ihnen auf diese Weise Studium und persönlichen Verkehr angenehm macht. Auf so schnöde Weise hat Fredi ihm das gelohnt. Also Partei für den Lehrer und nicht für den Schüler. Am 27. August 1920 schrieb der Psychiater Hans-Wolfgang Mayer, Leiter der psychiatrischen Poliklinik Burghölzli in Zürich, an Direktor Zuberbühler und bat ihn um Unterstützung
bei der psychiatrischen Begutachtung seines Patienten Friedrich Glauser, der dort seit dem 5. August untergebracht war. Also Amtshilfe. Meyer wollte wissen, der Psychiater, welche Erfahrungen man mit Glauser während seiner Zeit in Glarisegg gemacht hatte. Genauer wollte er wissen, unter Nutzung der Schulsprache, wie waren damals sein Fleiß, seine Leistungen, namentlich auch sein Betragen, ist Ihnen an seinem Charakter irgendetwas Besonderes aufgefallen? Der Leiter, der Schulleiter hat das dann an den Lehrer weitergegeben und der sagt Folgendes. Die Leistungen waren sehr ungleich wegen starker Schwankungen in Konzentration und Arbeitseifer. Pflichtgemäßes, regelmäßiges Arbeiten im Sinne von Selbstkontrolle und Selbstzucht waren nicht seine Sache. Willensanläufe jedoch nicht zu verkennen. Nach einer provisorischen Promotion, also Versetzung ins nächste Schuljahr, schränkte er sich an, bis die Promotion definitiv war. In seiner äußeren Führung war er ganz unzuverlässig, verschwenderisch, leichtfertig, mit eigenem und fremdem Besitztum vergesslich. Arbeitseifer, Anstrengung, Pflicht, Selbstzucht, Führung, man liest die Schulsprache und nicht die der Jugendbewegung. Anders gesagt, mit Friedrich Glauser konnte das Landerziehungsheim, das sich doch eine ganzheitliche Erziehung auf die Fahnen geschrieben hatte, nichts anfangen. Und er war nicht der Einzige. Im Nachlass von Glauser findet sich ein Manuskript mit dem Titel Kinderdiplomatie. Diese Erzählung ist die erste Fassung im Landerziehungsheim und diese Fassung ist vom Schweizer Spiegel abgelehnt worden. Die wollten das nicht drucken. Der Grund dürfte einfach gewesen sein, die Erzählung arbeitet mit klaren Namen und nicht mit Pseudonymen. Also man wusste, wer gemeint war. Die erste Fassung beginnt wiederum mit dem Bodensee-Idyll und stellt dann aber unter Nutzung des Kontrastes dar, wie der Schulleiter den Schüler Glauser ohne wirklichen Grund mehrfach ohrfeigte. Man liest weiter, dass sich einige Schüler gegen den Leiter zur Wehr setzten und der sich kleinlaut entschuldigen musste. Ein ungeschriebenes Gesetz des Landerziehungsheims war, dass kein Schüler geschlagen werden durfte, was dann eben doch passiert. Glauser erzählt dann auch oder berichtet auch von Übergriffen großer Schüler, ältere Schüler gegenüber kleineren. Eine Geschichte geht so, der Bub konnte nicht einmal heimschreiben. Jeden Abend hat er ihn geprügelt, er hat ihm die Pakete fortgenommen, die er von zu Hause bekommen hat. Das geht seit 3 Monaten schon so. Somit darum hat S. auch nicht mehr gebadet im Bodensee, weil man sonst die Striemen gesehen hätte. Der ältere Schüler hat es ihm verboten. Nun kann man das verallgemeinern. Es gibt bei allen diesen Heimen, ausgenommen vielleicht Salem, weil die mit einem badischen Fonds gegründet waren, aber die sonstigen, hatten permanente Schwierigkeiten der Finanzierung und so Zwang zur Kostenreduktion, also Unterhaltskosten, dann Extras und Spenden neben dem ohnehin schon hohen Schulgeld. Es gab immer Konflikte mit und unter den Schülern. Es gab immer zahlungsunwillige, kontrollierende Eltern. Es gab immer eine hohe Fluktuation im Kollegium und die Notwendigkeit, die Nachfrage halten oder ausbauen zu müssen, weil sonst das Budget nicht stimmt. Und wenn sie keinen eigenen Fonds hatten und keine Spenden, dann war das immer auf ganz eng genäht. Die harmonisch ganzheitliche Erziehung in abgeschiedener Umgebung diente der Außendarstellung der Schulen, wie die Bildquellen zeigen. Von Glarisegg gibt es im Internet unter dem Stichwort Alt-Glarisegg eine ganze Fotoserie, wo man sieht, wie schön das war, im Bodensee zu baden und wie schön es ist, landwirtschaftlich zu arbeiten. Das diente der Außendarstellung. In der Erfahrung hatte das keine Entsprechung. Die Erfahrung war immer ganz anders als harmonisch oder harmonisch nur in der Hinsicht, dass Widerstand nicht geduldet wurde. Die Bildquellen dienten der Kundenwerbung, wie dies in allen Landerziehungsheimen üblich war, weil sie mussten ja irgendwie auf sich aufmerksam machen. Aber es gibt natürlich Thema Bodensee und Reformpädagogik auch ganz andere Evidenzen, nicht nur die. Sonst sagen Sie mir nachher, gibt es denn die? Ist das nicht sehr einseitig, was Sie da erzählen? Die Landerziehungsheime waren zunächst ausschließlich männlich definiert und dominiert. Fast alle Gründungen waren Schulen für Jungen, die von Lehrern unterrichtet wurden und für Lehrerinnen zunächst gar keinen Platz hatten. Das hatte mit der paramilitärischen Ausrichtung zu tun, die der Gründer Hermann Lietz den Heimen gegeben hatte. Die Heime unterhielten eigene Regimenter, also
Schülerregimenter, in denen die Jungen exerzieren mussten und Krieg spielen konnten. Und von den Liedschulen weiß man, wie viele von denen da im Ersten Weltkrieg sofort an die Front gegangen sind, freiwillig. Die Schule in Salem war keine Gründung von Hermann Lietz. Sie wurde koedukativ geführt und erhielt doch einen paramilitärischen Einschlag. Die Jungen waren in der Überzahl und wurden anders behandelt als die Mädchen. Männlichkeit war die Leitvorstellung der Erziehung. Darauf bezogen sich die Erwartungen an Disziplin und Charakter. Ich zitiere den Absolventen George Moss, einem bekannten deutsch-amerikanischen Historiker. Aber das war nach dem Krieg. Schon vorher, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat am Bodensee eine Frau ein Landerziehungsheim für Mädchen eröffnet. In der gerade erschienenen Sammlung von Zitat bemerkenswerten Frauen am Bodensee wird Bertha von Petersen als idealistische Reformpädagogik bezeichnet, die den vornehmen Berliner Salons Hermann Lietz, den Gründungsvater, kennenlernte, dessen progressive Ansätze in der Erziehung sie tief beeindruckten und der Grundstein war für eine eigene Gründung. Das ist das Konzept und ich zitiere jetzt aus dieser Sammlung, da bemerkenswerte Frauen am Bodensee. Wie in einer großen Familie sollten die Schülerinnen zusammenleben, eine ganzheitliche Erziehung erfahren und unter einfachen Lebensbedingungen kindgerecht aufwachsen. Individuelle Persönlichkeiten und Wünsche waren dabei unbedingt zu berücksichtigen. Nur so können sich die Mädchen zu selbstständigen, tüchtigen und willensstarken Frauen entwickeln. Eine schier unerhörte Vorstellung für die damalige Zeit. Hermann Lietz war der Schwiegersohn von Bertha von Petersen, also die Gründerin. Und Sie werden es natürlich erkannt haben, das ist das heutige Gainhofen. Das war früher ein Mädchen, eine Mädchenschule. Das exklusive und teure Landerziehungsheim für Mädchen in Gainhofen wurde seinerzeit von den deutschen Medien als moderne Variante für Mädchenbildung hingestellt. Die Publikumszeitschrift Daheim etwa berichtete 1905 über Radausflüge um den Bodensee herum, unerhört. Körperliche Betätigung und ernsthafte wissenschaftliche Arbeit, die den Jungen in nichts nachstehen würden. Wir reden von einer Zeit, wo es schwer war zu studieren, das konnte man eigentlich nur in Zürich für Mädchen. Nun, wie sah aber der Tag aus? Also können Sie sich ja fragen, wie haben Sie das gemacht? Praktisch war der Lerntag des Mädchens gekennzeichnet von einem eng gestrickten Überwachungssystem, was alle diese Heime kennzeichnen. Ich zeige jetzt mal, wie sie den Tag gelebt haben. 6 Uhr aufstehen, den ganzen Körper mit kaltem Wasser abreiben, bis 6.20 Uhr anziehen, bis 6:45 Schlafzimmer ordnen, Stube fegen, Staub wischen, 6:45 bis 7 Andacht, Lesen eines Spruches im Neuen Testament, Besprechung desselben in Anwendung auf unser häusliches Leben, auch vorkommende wichtige Tagesereignisse, 7 Uhr Frühstück, bis 7:45 wiederholen zum Unterricht, dann eine Viertelstunde Bewegung im Freien, 8 bis 10 wissenschaftlicher Unterricht, eine halbe bis dreiviertel Stunde für ein Fach. Jeden Tag, also sonntags nicht. Nach der Frühstückspause, die um 10 Uhr begann, war bis 12 Uhr Arbeit im Garten sowie eine halbe Stunde Musik üben vorgesehen. Auch die Essensvorschriften wurden genau beschrieben. Die Kinder bekamen niemals stark gewürzte Speisen vorgesetzt, sondern nur solche, die möglichst nüchtern schmeckten. Wenn man die befragt, auch etwa die an der Odenwaldschule, klagen sie alle über schlechtes Essen, durch die Bank. Der Nachmittag wurde von 12:30 bis 14:30 mit Spielen verbracht, dann standen Zeichnen und weibliche Handarbeit auf dem Programm, wobei während der Lektion auch vorgelesen wurde. Auch die Lektüre wurde genau kontrolliert. Nach dem Abendbrot um 6 wurden Hausaufgaben gemacht und vor dem Schlafengehen gab es noch eine Singstunde. Um 9:00 war jeder Tag im Heim zu Ende. Jeder Tag, egal, was sonst passiert. Besonderes Gewicht wurde auf die Turnstunden gelegt, die, wenn irgend möglich, außer bei Regen und Schnee im Freien gegeben wurden. Es hat sich sowohl hierbei als auch im Allgemeinen die Reformkleidung vorzüglich bewährt, über der Unterwäsche nur Leibchen mit wollenem Beinkleid, über dem Knie geschlossen, darunter ein Matrosenkleid. Der Hals ist also frei, ebenso sind es die Beine bis auf kurze halbe Strümpfe und Sandalen. Das war in der Lebensreformbewegung so üblich, also nicht eine Anomalie. Nun, Landerziehungsheime verstanden sich als Gemeinschaften an besonderen Orten,
also klein, exklusiv und mit einem starken Selbstbezug. Das Zusammenleben sollte prägend sein, Spiel, Sport und Arbeit, aber es waren doch zugleich auch Schulen. Das waren sogar Primärschulen, die häufig einen sehr konventionellen Gymnasialunterricht anboten, der sich kaum von dem unterschied, was man an den Staatsschulen kannte, und von dem abhing, was die Lehrpersonen konnten oder nicht konnten. Die Innovation, fragt man, wo kommt denn das eigentlich her? Innovationen in Didaktik und Methodik, dann stellt man fest, das geschah eben gerade nicht an diesen Reformschulen, sondern das geschah unspektakulär, aber wirksam an den Volksschulen. Eine zentrale Figur der Schulreform vor und nach dem Ersten Weltkrieg war der badische Volksschullehrer Ludwig Friedrich Göbelbecker. Wenn Sie aus Konstanz, wenn Sie da mal sind, da gibt es sogar noch eine Straße mit dem Namen Göbelbeckerstraße. Das war der Lehrer. Göbelbecker hat mehr als 20 Jahre in Konstanz unterrichtet. Er wurde vor allem bekannt durch seine Entwicklung des Erstleseunterrichts, und war einer der ersten, der Fibeln aus der Sicht des lernenden Kindes konzipierte. Bis heute ist der Erstleseunterricht ein Problem, das für bildungspolitische Aufregung sorgt, wie der Streit um das Programm Lesen durch Schreiben zeigt, in dem Fibeln durch Anlauttabellen ersetzt werden. Göbelbecker wollte dagegen die Fibeln kindgemäß machen. Und das war natürlich ein viel durchschlagender Erfolg als alles, was die Landerziehungsheime an didaktischen Innovationen zu bieten hatten. Das sieht in der Programmatik so aus. Göbelbecker, ich anerkenne frank und frei nur jenen Sachunterricht, der die kindliche Weltanschauung, das innere und äußere Leben der kleinen Anfänger würdigt, der die eigenen Erlebnisse des Kindes und die Ereignisse aus der Kinderwelt in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt, der möglichst alles in der Zeitlinie als fesselnde Lebenswahre und lebensfrische Haltung darstellt, der den Schüler zur freiwilligen Beobachtung anregt, und ihn Normen zur zweckmäßigen Betrachtungsweise und dem angenehmen Wege der Selbsttätigkeit finden lässt. Also was heute unter selbstorganisiertem Unterricht und so weiter diskutiert wird, ist keineswegs eine Erfindung der letzten 15 Jahre. Die Volksschulen hatten im deutschen Bürgertum keinen guten Ruf. Wenn man aber anschaut, wie die sich entwickelt haben, dann stellt man fest, ein großer Teil der, was sie an Reformen leisten konnten, passierte da. Aber auch das hat eine andere Seite. Eine Spur der Volksschulreform führt von Bremen an den Bodensee. Zu den bemerkenswerten Frauen zählt die Bremer Volksschullehrerin Tami Oelfken. So hieß die, Tami Oelfken, die 1908 ihre Ausbildung in einem privaten Lehrerinnenseminar abschloss und danach zuerst in Ohrwege bei Oldenburg Bauernkinder und ein Jahr später Arbeiterkinder in Bremen unterrichtet hat. In Grohn, das war ein Arbeiterquartier im Norden der Stadt, das 1939 eingemeindet wurde. Dort musste sich die Lehrerin in einer ganz anderen Welt als die der Landerziehungsheime zurechtfinden. Schule und Unterricht unter großstädtischen Bedingungen, was die Gründer der Landerziehungsheime als komplett unpädagogisch verteufelt haben. Da kann es gar keine gute Reform oder gar keine gute Schule geben. Allerdings sind Hermann Dietz und die anderen nie konkret auf die Reformen der Lehrerschaft in Hamburg oder Bremen näher eingegangen. Es wurde einfach pauschal gesagt, das kann gar nicht sein. Vor dem Ersten Weltkrieg aber wurden neue Varianten des Anschauungsunterrichts entwickelt, der von den Erlebnissen der Kinder in ihren Lebenswelten seinen Ausgang nehmen sollte. Dabei entstand zum Beispiel der Erlebnisaufsatz. Wenn Sie in Ihre Schulzeit denken, haben Sie bestimmt Erlebnisaufsätze. Das entstand da. Vorher gab es einfach nur Aufsätze, die nach Schema F abverlangt wurden. Erlebnisaufsätze für den Deutschunterricht. Lesebuchreform war ein großes Thema. Die Nutzung von eigenen Erzählungen der Kinder für das Lernen. Neue Formen des Kunstunterrichts. Oder auch lebensnahe Rechenarten. Würde man sagen, hätte man die doch noch. Wäre das vielleicht nicht so dramatisch mit den Mathematikkompetenzen. Tami Oelfken lernte ihren Beruf unter diesen Voraussetzungen. Der Eigensinn der Bremer Lehrerschaft produzierte Konflikte mit den Behörden, die keinen Wandel wollten und Loyalität abverlangen. Das ist eine ganz andere Konstellation, als wenn Sie in einem Landerziehungsheim das selber machen können. Heinrich Schachelmann, etwa einer der Wortführer der Bremer Schulreform, verließ 1908 den staatlichen Schuldienst, nachdem er für die Abschaffung des Religionsunterrichts sich eingesetzt hatte und die Freiheit des Lehrers von der Schulaufsicht gefordert hatte. Der musste dann gehen, das ging nicht, aber Sie sehen, es ist ganz schön mutig.
Er ging dann als Privatlehrer nach Kressbronn, also hatte auch Bodenseebezug, und war von Ostern 1913 an nochmals für 2 Jahre am Bodensee als Lehrer in Ludwigshafen. Dort gründete er zusammen mit Luise Perkun ein Institut für naturgemäßen Unterricht nach den Grundsätzen der Reformpädagogik. Gemeint war die Reformschulen in Bremen. Das gedacht war für Kinder von 6. Lebensjahr an und auch erholungsbedürftigen und schwer erziehbaren Kindern offenstehen sollte. Das waren nicht die schwer erziehbaren Kinder, die Glauser beschrieben. Das waren Kinder mit Problemen, die als schwer erziehbar galten. Das Institut bestand allerdings kriegsbedingt nur 2 Jahre. Tami Oelfgen, diese Lehrerin, erreichte den Bodensee erst 1943. Die hat eine ganz interessante Geschichte. Sie verließ 1922 den Bremer Schuldienst, nachdem sie im Krieg nach Tarmstedt strafversetzt wurde. Tarmstedt? Keine Ahnung, oder? Liegt am Teufelsmoor. An der Grenze. Tarmstedt am Teufelsmoor. Und zwar nahe der Künstlerkolonie Worpswede, wo sie den Lehrer Heinrich Vogeler und dessen kleine Arbeitsschule den Bakenhof kennenlernte. Die Schule wurde nach dem Krieg gegründet und basierte auf dem Prinzip der ökologischen Selbstversorgung. Das war nicht das schlechte Essen der Landesgesundheit. Die haben tatsächlich gegessen, was sie angebaut haben. Und es basierte auf dem, und der Unterricht geschah durch Arbeit in eigenen Werkstätten und die Gemeinschaft sollte erziehen. Sie waren so klein, dass das auch noch ging. 1923 wurde daraus ein Kinderheim der kommunistischen Roten Hilfe, das bis 33 bestand. Tami Oelfgen, die Lehrerin, ging nach Berlin und arbeitete in Privatschulen. 1928 gründete sie mit ihrem väterlichen Erbe in Lichterfelde in Berlin als erste Frau eine Gemeinschaftsschule, eine private, der eine eigene Elternschule in Seminarform angeschlossen war. Die haben Elternarbeit gemacht in Form von Seminaren für die Weiterbildung von Eltern. Die Schule wurde 1934 nach verschiedenen Hausdurchsuchungen geschlossen und sie erhielt Berufsverbot, emigrierte und wollte in Paris, Südfrankreich und London Schulen für die Verfolgten des Naziregimes gründen. Das haben verschiedene Lehrer gemacht, die ins Exil gingen. Die sagten, ich bin ja Lehrerin, ich bin Lehrer, also was hindert mich daran, Schulen für die Kinder der Exilanten gründen? In der Regel der Fälle war das nach einigen Monaten zu Ende und bei ihr auch. Es misslang also und war mit hohen finanziellen Verlusten verbunden. 1939 kehrte sie nach Berlin zurück, schrieb 2 Romane, die beide verboten wurden. Sie wurde aus der Reichsschrifttumskammer, so hieß die tatsächlich, ausgeschlossen und erhielt also ein 2. Berufsverbot. So erreichte sie Überlingen, wo sie mehr als 10 Jahre lang als Schriftstellerin lebte, ohne je die öffentliche Anerkennung zu erfahren, die ihr hätte zustehen müssen. In Überlingen konnte sie nach dem Krieg ihre Erinnerungen an die Rückkehr nach Deutschland fertigstellen. Der Titel lautete »Fahrt durch das Chaos«. Ein Logbuch von Mai 1939 bis Mai 1946. Das hat der Manfred Bosch neu herausgegeben. Also das gibt es und wenn Sie das lesen, können Sie, das ist wirklich eindrucksvoll, was da zu lesen ist. Es sind Tagebuchaufzeichnungen, die 1946 im Werner Wulff Verlag in Überlingen erschienen sind und jetzt aber wieder zugänglich sind. Eigentlich hieß sie Maria Wilhelmine Oelfgen, Maria Wilhelmine. Tami war ein Kosename, den ihre Schüler ihr verliehen haben. Er steht für Tante Mizi, Tami. Und so in gewisser Hinsicht auch für einen Erziehungserfolg. Er hatte nichts mit Landerziehungsheim zu tun, auch nichts mit der Bodensee-Idylle, sondern basierte auf einem Unterricht und Formen des Umgangs, die die Schülerinnen und Schüler überzeugt haben. Sonst gibt man nicht so freundliche Großenamen. Die meisten Lehrer haben Spitznamen, aber die wenigsten sind freundlich. Also Erziehungserfolg scheint auch für Golomann und seine Schwester Monika zu gelten. Sie haben in ihrer Erinnerung an die Zeit in Salem die Zeit als im Ganzen glücklich dargestellt. Beide sind mit den Schulen in München nicht zurechtgekommen, auch mit der Familie nicht. Und sie haben die Schule im Schloss Salem dann als große Erleichterung wahrgenommen, aber nicht einfach rückblickend verklärt. Monika spricht von der harten Hingabe an den Jugendstaat, die Weichlichkeit nicht zuließ, und von dem unbedingten Vorrang der Gemeinschaft,
bei der Ausgeschlossene sich wie Aussätzige fühlen mussten. Aber das wird als Bedingung der Ganzheit verstanden, in deren Praxis Kameradschaft und Menschenehre ganz oben standen. Auch für Golomann war die Kameradschaft eine zentrale Erfahrung. Zudem hielt er Kurt Hahn für den besten Lehrer, den er je hatte. Er erinnert sich an einen für ihn unverzichtbar gewordenen Lateinunterricht oder auch an eine Sommerfahrt nach Finnland. Gleichwohl erkennt Golomann an der Pädagogik Kurt Hahns drei fundamentale Irrtümer. Die fehlende Diskretion oder die maßlose Überhöhung der Ziele. Man kann nicht von einem solchen Shootout aus die Gesellschaft verändern. Man kann nicht einfach Eliten erzeugen auf diese Weise. Die Überschätzung der Willenserziehung, es ist nicht alles vom Willen abhängig. Und am schwerwiegendsten die völlige Fehleinschätzung der Sexualität. Hahn, so Golomann, habe seine eigenen homoerotischen Neigungen in sich selber erstickt. Und die Folge sei gewesen, dass er, was er in sich zum Schweigen zwang, fürchtete und mit wahrhaft inquisitorischen Mitteln dagegen vorging, ungefähr so, wie solches ehemals in Jesuitenschulen geschah. Ein Jesuit in der Reformpädagogik, das war keine zufällige Wortwahl. Golomann musste seine eigene Sexualität verbergen, was ihm nicht gelang. Kurt Hahn fand das heraus und schickte ihn im November 1926 nach Zürich zu dem Psychiater Ludwig Frank, der von 1891 bis 1905 die Irrenanstalt Münsterling geleitet hatte und nunmehr in Zürich eine eigene Praxis betrieb. Frank war Spezialist für Affektstörungen und wurde bewusst gewählt. Man wusste, welche Diagnose kommt. Der Arzt diagnostizierte denn auch eine ausgesprochene Sexualneurose und genauer jugendliche Fantasien einer sadistisch-masochistischen Homosexualität. Dagegen würden Willenserziehung und forcierte Selbstüberwindung helfen. Hahn sandte den Bericht des Arztes zusammen mit einem Brief sofort an Thomas Mann. An dem Ernst der Affektion sei nicht zu zweifeln, schrieb Hahn, und man müsse die abnormen Triebe aushungern. Er selbst wolle und könne mit Golo über dessen Triebleben aber nicht sprechen, aber es wäre hilfreich, wenn die Mutter oder der Vater bald nach Salem kommen würden. Auf keinen Fall aber dürfe Golo mit seinem Bruder Klaus über die Konsultationen sprechen. Der Arzt in Zürich hätte eine düstere Prognose gestellt, falls Golo mit einer modernen Richtung in Berührung käme, die das abnorme Triebleben als interessant und wertvoll bejaht. Golomanns Erzählung vom Leben des Studenten Raimund erschien 1928 in einem Sammelband, den sein Bruder mit herausgegeben hat. Die Erzählung stellt verhüllt die Andeutungen, die jugendliche Homoerotik in einem Landerziehungsheim dar. Am 1. Oktober 1978 notiert Golomann in seinem Tagebuch, Kurt Hahn habe an ihm wie seine Eltern mehr Falsches als Gutes getan. Und in den Erinnerungen heißt es, er habe in Salem gelernt, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Das Konzept der Schule, so der Historiker George Moss, verband Patriotismus, Ehrlichkeit und sexuelle Reinheit mit Selbstdisziplin. So am Schluss ein Fazit mit einem Brief. Ja, bin in der Zeit. Was meinte Friedrich Glausers Bemerkung von dem guten Stück Wahrheit in seiner Erzählung über das Landerziehungsheim, in dem er 3 Jahre zugebracht hat? Man könnte es als die Selbststilisierung eines in Wahrheit Gescheiterten betrachten, der wegen seiner Disziplinlosigkeit in jeder Schule untragbar gewesen wäre. Allerdings, Glauser bestand problemlos seine Maturaprüfung am Minerva-Institut in Zürich, nachdem er am Collège von Genf eine vernichtende Kritik am Gedichtband eines seiner Lehrer veröffentlicht hatte und dann von sich aus die Schule verließ, also einfach nicht mehr zum Unterricht kam. Die Privatin Minerva, eine Aktiengesellschaft, war eine Presse, die mit eigenem Repertorien auf Abschlussprüfungen vorbereitete. Glauser brauchte im April 1916 kein besonderes Repertorium, um die Prüfung bestehen zu können. Er war volljährig, zog nach Zürich, benötigte 2 ganze Monate Einarbeitung für die Prüfung, die der eines staatlichen Gymnasiums entsprach. Am 25. Februar 1917
schrieb Charles Glauser, der Vater, an die Polizeidirektion Zürich einen längeren Brief, in dem er sich von seinem Sohn, der erneut auffällig geworden war, übrigens gerade in der Dada-Bewegung in Zürich war der tätig, also was für die Polizei, für die Zürcher Polizei. Er distanzierte sich von seinem Sohn, der Vater, lehnte jede Verantwortung für ihn ab und hat ihn sogar denunziert. Der Vater zitierte dabei aus einem Brief des Sohnes an ihn, der kurz nach seinem Weggang aus Genf verfasst worden war. Dort hieß es: Meine ganze Erziehung riecht nach Fäulnis. Wenn die Gesellschaft, an deren Rand ich wohl leben werde, so ist, wie sie mir bis heute erscheint, wenn du wirklich glaubst, eine ihrer Stützen zu sein, dann vielen Dank. Ich ziehe es vor, weiterhin in freier Luft zu atmen, wie es mir entspricht, in einer Luft, die nicht vergiftet ist. Und wenn du mich für einen Querulanten, ein Bohemien, einen heruntergekommenen Menschen hältst, so mögen dir diese Bezeichnungen als Beleidigung erscheinen, ich dagegen rühme mich ihrer. Vielen Dank.